Als Linke verteidigen wir die Demokratie gegen einen autoritärer werdenden Kapitalismus und auch gegen die Rechten und die geistigen Brandstifter, die überall in Europa ihr Unwesen treiben. Sie stehen in der Krise bereit, ihre rassistischen, nationalistischen und sozialdarwinistischen Parolen als Lösungen der Krise anzubieten. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der gesamten europäischen Linken, den aufkommenden Nationalismus und Rechtspopulismus zu bekämpfen. Und liebe Genossinnen und Genossen, obwohl es doch die neoliberale Politik ist, die mit Prekarisierung, gesellschaftlicher Verunsicherung und einer Brutalisierung der Gesellschaft den Nährboden bildet für Rechtspopulismus, wird auf zynische Art und Weise versucht, Rechtspopulismus und eine linke populäre Politik gleichzusetzen. Wir müssen immer wieder deutlich machen, es gibt nichts Gegensätzlicheres als rechte und linke Politik. Rechts ist es, nach oben zu buckeln und nach unten zu treten. Die Rechten machen nicht die wirklichen Verursacher der Krise verantwortlich, sondern die Flüchtlinge, die Erwerbslosen, die Migrantinnen und Migranten. Sie stehen für Ausgrenzung und Unterdrückung. Rechte kritisieren, dass die da oben nicht die Interessen des deutschen Volkes vertreten. Aber sie wollen mehr autoritäre Führung der Eliten. Es gibt Führungskräfte der AfD, die den Sozialhilfebezieherinnen das Wahlrecht entziehen wollte. Eine Idee, die im Übrigen nicht zufällig der Gründungsvater des Neoliberalismus, Friedrich Hayek, auch schon vertreten hat. Dieser autoritäre Geist verbirgt sich hinter der Maske der ach so kompetenten Wirtschaftsprofessoren. Linke Politik ist dagegen die Alternative zu unsozialer Politik und zur Demokratiefeindlichkeit der Neoliberalen und der Rechten. Sie organisiert Solidarität und sie formuliert gemeinsame Interessen von Beschäftigten und Erwerbslosen, prekär Beschäftigten, Rentner und Rentnerinnen, Flüchtlingen und Migranten für soziale Gerechtigkeit und gegen die Profitinteressen einiger weniger, denn die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten. Applaus